Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute, ja, voll reingehen in die Weihnachtsbastelei sozusagen. Wir machen heute 3 wunderschöne Weihnachtskarten und ich habe mir gedacht, ich benutze da mal ein Set, das es im neuen Mini-Katalog gibt. Und das Set heißt Kartensortiment Erinnerungen und mehr Rentierspiele. Und zwar hätte das diese Bestellnummer, falls ihr das braucht. Und ich finde, gerade bei Weihnachtskarten ist es manchmal praktisch, wenn man so Sets benutzt, weil oft muss man da mehrere Karten machen oder möchte man viele Karten basteln und dann tut man sich bei manchen Dingen mit solchen Sets natürlich leichter. Ich habe dazu auch noch ein Stempelset und ein Stanzformenset genommen, nämlich Wunderschöne Weihnachtszeit. Da sind ganz tolle Sprüche drin und dazu passende Stanzformen. Hoppla, die sind auf der anderen Seite. Ein paar liegen hier auch schon, ihr seht das gleich. Das wären diese Bestellnummern. Ich halte es euch ins Bild, meine Kamera. Schauen wir mal, ob es klappt, sonst blende ich es euch ein. Und ich wollte euch jetzt ganz kurz, bevor ich euch die tollen Karten zeige, das Set mal ein bisschen vorstellen. Und zwar habt ihr da schon mal richtig viele so Karten dabei in verschiedenen, also in 2 Größen. Einmal ziemlich groß und einmal so kleine Karten. Da sind auch oft so Notizzettel drin. Und ihr habt zusätzlich Aufkleber mit wunderschönen Elementen hier mit ganz süßen Rentieren oder auch so Bordüren oder Sprüchen. Leider ist das alles in Englisch. Ich fände es schon sehr cool, wenn es in Deutsch wäre, aber es ist alles verständlich und ich habe alle Karten, die ich gebastelt habe, euch so gebastelt, dass sie mit deutschen Sprüchen sind. Dafür habe ich dann eben das Standset genommen. Und jetzt zeige ich euch kurz die Designs, die in diesem Set sind. Und zwar mache ich immer Vorder- und Rückseite. Also hier sind wieder die Rentiere. Meistens ist auf der einen Seite eben ein englischer Spruch, den man aber auch super mit was anderem überdecken kann. Das werdet ihr nachher in meinen Kartenbeispielen sehen. So wie zum Beispiel hier hinten, wie so ein kleiner Wunschzettel, könnte man sagen. Hier ist so eine schöne Karte, hinten sind Geschenke drauf. Hier nochmal ein Spruch und hinten wieder. Da könnte man auch super Fotos natürlich gestalten, wenn ihr Scrapbooking macht oder so. Dann könnt ihr das natürlich auch perfekt nutzen und da Fotos drauf kleben oder so. Das sind eben Designs von den kleinen Karten. Da habt ihr, ich glaube, 7 Stück pro Karte drin. Und von den großen, die sehen so aus, werden wir jetzt gleich mal richtig loslegen mit Karten basteln. Also voll süße Kartenmotive oder auch hier die Geschenke, sehr schön. Okay, das ist so ein bisschen zur Vorstellung von diesem Set, was wir heute benutzen. Und ich zeige euch jetzt die 3 verschiedenen Karten. Und zwar habe ich jetzt 3 verschiedene Farben ausgewählt. Eine rote Karte, eine blaue und eine in grün. Und fange jetzt mal einfach an mit dieser Karte hier. Eine frohe Weihnachtskarte, die finde ich total hübsch. Wie gesagt, alles jetzt in Deutsch. Umgewandelt, umgezaubert. Und hier innen ist eine Karte drin. Die könnt ihr auch durch einen Gutschein zum Beispiel ersetzen. Oder eine Karte und einen Gutschein, also wie so ein kleines Einschubfach. Als erste Idee. Als zweite Idee habe ich hier, diese Karte finde ich ganz besonders schön. Da ist der Hintergrund geprägt mit den Schneeflocken. Und da habe ich eben auch diese Elemente verwendet. Ein schönes Spruchband vorne hin, ein kleines Schleifchen. Und innen auch nochmal ein Rehlein reingemacht. Die zweite Karte, so eine Klapp-nach-oben-Karte. Und dass ihr eine dritte, nochmal komplett unterschiedliche Karte seht, ist hier nochmal eine Rentierkarte. Die macht man jetzt so auf. Und auch hier habt ihr wieder 2 Möglichkeiten, wenn ihr Weihnachtskarten bastelt und vielleicht Gutscheine verschenken wollt, könntet ihr die hier rechts und links unterbringen oder einfach mehr Größe drauf machen. Genau, und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal und ihr habt 3 wunderschöne Ideen für eine schöne Karte für Weihnachten. Ich habe auch nicht sehr viel mehr benutzt, ein paar so Schmucksteine habe ich noch, aber ansonsten ist eigentlich alles in den Sets mit drinnen. Okay, wir starten am besten gleich mal mit der roten Karte und ich habe euch für alle Karten die Maße aufgeschrieben. Ich halte die euch so mal kurz ins Bild. Ich werde die auch unter dem Video in die Infobox schreiben. Ich lasse die auch hier liegen. Ich weiß noch nicht, wie viel man davon lesen kann. Sage aber alles auch nochmal dazu und wie gesagt, ihr habt es unten in der Infobox. Meine Grundkarte hat hier 21 cm in der Länge mal 14 cm in der Höhe und ist gefalzt bei 10,5 an der langen Seite. So hat man so eine Klappkarte, die normale Klappkarte oder eben eine Querformatsklappkarte, so wie wir es heute machen. Und dann nehme ich mir gleich mal dieses Element, das ist also die komplette Karte aus dem Set, aber die würde hier nicht drauf passen. Und deswegen mache ich so, ich nehme mir mal meinen Papierschneider und kürze mir die so ein, dass man gerade noch die Rentiere komplett drauf hat, also dass da nichts
weggeschnitten wird. Seht ihr mal, ich schneide da so einen Streifen weg und kürze mir diese Karte jetzt auf 13,4 cm. Schauen wir mal, wenn wir hier schneiden, müsste noch alles drauf sein und die Nasenspitze auch noch, die haben wir nicht weggeschnitten. Dann passt das nämlich gerade so perfekt drauf. Ihr könnt natürlich die Karte auch mit jedem anderen Designerpapier machen. Dann habt ihr die Karte in 13,4 x 10,2 cm. Die Höhe bleibt bei dieser Karte jetzt perfekt erhalten. Und die können wir uns auch schon mal mit Flüssigkleber einfach aufkleben auf die Frontseite. Bei dieser Karte habe ich schon ziemlich viel hergerichtet, aber bei den anderen nur teilweise, dass ich euch natürlich auch alle Schritte zeige, dass wir auch mal miteinander stanzen und stempeln. Nur bei der habe ich jetzt eben, wie gesagt, schon ein bisschen mehr hergerichtet. Mal drei Karten in ein Video, dass es dann auch passt von der Zeit. Also hier habe ich nämlich schon mal Frohe aufgestempelt in Chili auf so einem kleinen weißen Streifen. Der hat das Maß 4 x 1,5. Da vorne noch eine kleine Fahne hingebastelt. Und dann habe ich noch einen Streifen in Chili. Und da habe ich Weihnachten drauf gemacht. Das ist ausgestanzt. Der Chili-Streifen hat 9,2 x 1,7. Wenn der ein bisschen größer oder kleiner ist, das macht nichts. Also das ist jetzt nur so, das waren eben meine Maße. Und dann brauchen wir noch für innen drin einen Streifen. Der hat ungefähr das Maß 10,2 x 1,8. Und ich hatte bei meiner letzten Karte einfach noch ein Reststück von diesem Set. Und werde mir jetzt mal gucken, was ich da genommen habe. Ich hatte das hier von den Bäumen. Und glaube, das war der Rand, den ich nicht gebraucht habe, oder? Was war das denn? Das waren auf jeden Fall die Streifen. Ah, da habe ich es mir oben gekürzt, genau. Weil da habe ich nicht die ganze Karte gebraucht. Das schneide ich mir jetzt zu auf 1,8. Dann könnte man das Very immer noch gut lesen. Und auf 10,2, also die Kartenhöhe, nicht ganz, ein bisschen kleiner. Dann habe ich also die Reststücke auch noch gut benutzt, die ich dann nachher sowieso habe, wenn ich mir die Bäume ausschneide. Das kann ich mir gleich so ankleben, und zwar nur oben und unten ein dünner Streifen und an einer Seite ein bisschen Klebestreifen bis nach unten gehend. Und diese Seite, wo jetzt der Kleber ist, die kommt dann innen rein, aber nach außen, also so rum, damit ich hier was reinstecken kann. In meinem Fall eine kleine Grußkarte. Und ich habe jetzt auch eine Restkarte benutzt. Eine gute Größe wäre 11,8 x 8,3. Diese hier ist jetzt ein kleines bisschen kleiner, aber wie gesagt, dann nehmt ihr, was ihr habt. Wenn es ein bisschen kleiner ist, macht es auch nichts aus. Oder wie gesagt, wenn ihr das gar nicht machen wollt mit dem Streifen, dann könnt ihr das auch einfach aufkleben und dann die Innenseite gestalten. Wir machen jetzt gleich mit der Außenseite weiter und kommen da auch gleich zu diesem schönen Set. Ich habe hier zum Beispiel einmal dieses große Element genommen und habe mir das auch ein bisschen kleiner geschnitten, dass ich das zweimal auf meine Karte kriege. Und zwar habe ich mir eins mit nur den Blättern ausgeschnitten. Also so in die Ecke nur die Blätter. Und die anderen Elemente lasse ich so. Also ich teile das in zwei Stücke auf und klebe mir jetzt diesen einen Teil hier oben drüber, dass man hier vorne die Schrift nicht mehr durchsieht. Und da kommt dann mein Streifen mit dem Frohe drüber. So vielleicht, dass man die Punkte noch ein bisschen sieht. Und das kann man auch eben mit Abstandspads, mit Dimensionals machen zum Beispiel. Oder ihr klebt es flach auf. Das geht genauso, wie es euch besser gefällt. Ich mache das jetzt ein bisschen erhaben, das finde ich ganz schön. So, dass natürlich noch die Nase von dem kleinen Rentier gut zu sehen ist hier. Aber diese Schrift, die da war, nicht mehr. Und unten klebe ich mein Weihnachten auch mit Dimensionen auf. Das habe ich schon ausgestanzt in Weiß. Hinten habe ich so eine Klebefolie drauf gemacht. Und dann einmal auf den roten Streifen aufgeklebt. Und da kommt jetzt in den Hintergrund eben dieses zweite Teilchen. Einfach, dass das noch so schön hinterlegt ist. Dann kommt mein Weihnachtsspruch drüber. Da lasse ich auch noch ein kleines bisschen Rand hier. Sieht, finde ich, ganz schön aus. Und dann habe ich noch so ein ganz kleines, muss ich gerade mal suchen, was ist hier, dieses kleine Element hier oben noch hingemacht. Und das Ganze dann noch mit ein paar Sternchen. Die sind auch alle hier auf dem ganzen Set verteilt, verziert.
Da habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob ich da genügend habe. Also da machen wir jetzt einfach mal zwei und dann hätten wir hier noch eins für später. Ich glaube, wir brauchen es für das andere auch noch. Und dann habe ich noch eben, wie gesagt, diese kleinen süßen, wie heißen sie denn, Pfefferminzbonbons in Glutrot und Weiß benutzt. Die hätten diese Bestellnummer. Einfach so noch ein bisschen mehr Verzierung drauf machen. Und eben diese kleine Fahne, die ist auch ganz schnell geschnitten. Und schon ist die erste Karte sehr schnell, aber total schön und mit viel Freude. Ich finde, es macht auch richtig Spaß, mit solchen Sets zu arbeiten. Fertig. Wenn man eine gute Idee hat, dann kann man das super schön umsetzen und hat hier eine ganz, ganz süße Karte, finde ich. Also ich mag die total gern und ich würde mich sehr freuen, so eine schöne Karte geschenkt zu bekommen. Könnt natürlich auch in den Farben was verändern oder so. Also ihr seid da komplett frei. Das war die rote Karte. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns an die blaue Karte. Und die ist ein auch nicht so schwer. Also die ist nur ein kleines bisschen anders einfach. Aber auch diese Karte ist nicht schwer. Also es sind alles auch leichte Karten, die auch super von Anfängern gebastelt werden können. Wenn ihr jetzt noch nicht so eine große Ausrüstung habt, wie zum Beispiel eine Stanzmaschine, könntet ihr die Karte trotzdem machen und schneidet euch halt das Etikett oder ihr macht da hinten keine Prägung hin oder so, dann geht das genauso. Okay, mein Packerl für die blaue Karte ist hier, das sind die Maße. Auch die lasse ich hier einfach liegen. Hier habe ich jetzt diese beiden Karten benutzt, zwar dieses Rehlein und dieses hier. Da brauche ich auch gleich die Rückseite, also wir benutzen das auch ganz. Ich versuche auch möglichst wenig Abfälle zu haben und alles aufzubrauchen. Und da habe ich jetzt eine Grundkarte wieder mit 29 cm, also eine ganze Länge von 29 cm, mal 10,5 in der Breite. Und gefalzt ist es heute bei 14,5, also ein kleines bisschen größer als normalerweise, bei mir zumindest. Und ich habe zwei Stückchen in Weiß, einmal 14 mal 10 cm vorne und jetzt das gleiche Maß innen rein. Und das erste Element nehmen wir uns auch gleich und schnappen uns mal die Stanzmaschine und prägen uns diese schönen Schneeflocken daran. Also das ist meine Stanzmaschine. Wie gesagt, wenn ihr ja keine habt, macht das nichts. Könnt ihr die Karten trotzdem super mitbasteln. Dann sehen sie halt ein kleines bisschen anders aus. Aber das ist ja kein Problem. Ich brauche für diese Stanzform, wo ist sie denn eigentlich? Hier. Ich nehme jetzt hier das Schneegestöber. Das ist so eine wunderschöne Prägeform. Hätte diese Bestellnummer hier unten. Und da kommt jetzt mein Papier rein. Und ich lege das immer ganz gern schön gerade da rein. Hoppla, da ist noch irgendwas drauf. Kleiner Klebelrest. Was halt so rumfliegt im Bastelzimmer, gell? Also die lege ich mir jetzt hier schön rein. Und weil das eine 3D-Prägeform ist, brauche ich noch eine graue Platte. Wo ist die denn jetzt hin? Okay, also normalerweise würde ich jetzt hier so ein Ding, 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 Ding einblenden. Ich finde einfach diese Matte nicht, die da drauf gehört. Also eigentlich gehört jetzt hier eine graue Platte durch und dann kann man das durchkurbeln und dann hat man so ein schönes Ergebnis. Leider, ich weiß nicht genau, ich habe heute ein bisschen einen Videomarathon. Das ist jetzt schon das dritte Video, wo ich aufnehme. Und anscheinend habe ich irgendwo in meinem kreativen Chaos meine Platte verschustert und ich finde sie jetzt nicht und jetzt heißt es, wir müssen improvisieren. Aber mir fällt auch schon was ein. Also nicht geplant, aber ja, wir machen das jetzt ein bisschen anders. Wir stempeln jetzt. So, ich habe nämlich noch so wunderschöne Schneeflocken hier liegen. Das ist Falling Snow heißt es, hat diese Bestellnummer. Und ja, habe ich noch nie benutzt. Werde ich jetzt einfach anstatt der Prägeform benutzen. Mit einem ganz dezenten Farbton, glaube ich. Es ist schade, dass ich die jetzt nicht finde, aber ja, es hilft ja nichts. Ich kann ja nicht noch stundenlang suchen und das Video läuft die ganze Zeit. Klar, ich schneide es dann schon raus, aber ja. Wir machen es jetzt ein bisschen anders. Okay, jetzt nur schwierig finde ich, die richtige Farbe zu finden. Ich würde mal sagen, Schiefergrau vielleicht. Das ist eine helle Graufarbe, mit der ich vielleicht ein paar schöne Flöckchen hinbekomme. Okay, dann gucken wir mal. Also da braucht man wirklich einen großen Stempelblock, weil das so ein ganz großer Stempel ist. Und jetzt gucken wir mal und versuchen unser Glück, dass wir auch wirklich alles treffen. Ich glaube, ich bin zu weit unten. Ja,
finde, es schaut schon sehr schön aus. Aber ich war zu weit unten. Ich habe oben einen Rand, also das muss ich noch besser machen. Wir haben ja zum Glück eine Rückseite. Und zur Not schneiden wir was ab. Wir sind halt echt kreativ unterwegs, oder? Okay, nochmal. Man kann es auch so machen, dass man das jetzt hier drauf legt. Aber ich weiß nicht, ich stempel schon immer gerne so richtig ab. Das ist nur bei so einem großen Block, dass man nirgendwo reingreift und so gar nicht so einfach. Okay. Jetzt hoffe ich, habe ich alles. Einmal gut abstempeln. Ja, hat funktioniert. Perfekt. Jetzt haben wir einfach ein Schneegestöber mit Stempelfahrwerk gemacht. Geht doch. Bestimmt, wenn ich nachher aufräume oder vielleicht schon, wenn ich einen Blick um mich schmeiße, werde ich gleich die Stanzform sehen, die Prägeplatte, aber naja. Für unseren Fall haben wir jetzt einfach nochmal ein zweites Beispiel und das ist auch gut so. Und den Spruch, den ich jetzt da benutze, den nehme ich in Espresso und der heißt die Zeit der Wunder und der Freude. Sehr schöner Spruch und sehr schöne Schrift, finde ich auch. Mir gefällt das jetzt sehr gut. So. Und dann nehme ich mir aber jetzt nochmal die Stanzmaschine ins Bild. Und zwar haben wir hier einmal die dicke Platte, dann die dünne Platte, dann die Acrylplatte unten rein und eine Acrylplatte oben drüber. Das ist der normale Aufbau für die Stanzung. Und hier haben wir jetzt so ein schönes Etikett mit rechts und links auch kleinen Schlitzen. Da kann man dann schön ein Band durchfädeln. Bei meiner Karte ist es aber so, dass ich jetzt nur eine Seite brauche. Ich möchte hier eine Schleife hinmachen und schneide mir einfach den Schlitz auf der anderen Seite einmal ab. Also wenn ihr den gar nicht haben wollt, könntet ihr den auch auf beiden Seiten wegschneiden. Ich mache es jetzt so. Und dann mache ich einen kleinen Trick. Und zwar nehme ich mir diese Karte, wo ich unten das Storyline habe. Auf der Rückseite sind meine Geschenke, die brauche ich. Und da schneide ich mir jetzt diese Karte so zu, dass das Rehlein noch ganz drauf ist und nimm dann einmal das Rehlein für innen rein und die Geschenke für vorne rein. Und die Geschenkekarte hat ungefähr 5,4 x 7,6 cm als Maß. Genau, dann geht es schon ein bisschen ans Zusammensetzen. Das kleine Reh schneide ich mir einmal mit der Schere aus. Dann mache ich Rücken ein bisschen auch einen breiteren Boden zum Beispiel, auch so ein bisschen wellig. Das ist jetzt hier oben ein bisschen weiß, ein kleiner weißer Rand von der Karte ist dann natürlich noch zu sehen. Das ist, wenn euch das jetzt stören würde, zeige ich euch gleich meine andere Karte. Da habe ich es nämlich ein bisschen abgeschnitten, dass man das Weiße nicht so sieht. Aber ich finde, das Weiße ist eigentlich gar nicht so störend. Also so wäre es jetzt komplett in grün. Das heißt, die obere Spitze vom Hörnchen habe ich abgeschnitten. Hier habe ich es jetzt mal gelassen. Finde ich eigentlich auch ganz schön, wenn man das noch sieht. Stört jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, das fällt gar nicht so richtig auf. Und das Rehlein kommt dann eben in die Innenseite der Karte. So wie die ganze Grundkarte auch einfach mit Flüssigkleber reingeklebt wird. Und somit schon schön gestaltet ist. Natürlich stempelt da noch rein, macht noch Sternchen an die Seite oder wie auch immer. Da gibt es noch genügend Möglichkeiten. Und dann brauchen wir jetzt unser Schneeflockenpapierchen. Das kann ich auch gleich flach aufbringen. Darauf kommen dann die Geschenke, die Geschenkekarte. Und darauf kommt jetzt mit Abstandspads die Karte mit dem süßen Rentier. Dann lasse ich auch hier an der Seite so einen kleinen Rand. Und dann nehmen wir noch das Schildchen, da können wir hinten auch schon mal zwei Abstandskleber drauf machen, aber ich mache den Kleber noch nicht weg, weil ich nehme mir noch ein kleines Stückchen Geschenkband. Ich habe hier einfach so ein schimmriges, da gibt es immer jedes Jahr wieder neue Designs. Das passt jetzt einfach super gut, weil das auch Aquamarin ist und mache mir hier am Rand noch ein kleines Schleifchen hin. Ihr könnt das auch so lassen und dann noch ein Schleifchen machen. Wenn ihr Lust habt, machen wir das jetzt auch einfach. Habe ich es jetzt zu lang abgeschnitten, aber ich finde das jetzt eigentlich schön, weil die Karte ja sowieso ein bisschen anders dann aussieht als die erste Karte. Dann zeige ich euch hier auch noch eine andere Variante. Da schnappe ich mir noch kurz so einen kleinen Silberfaden.
Und mach mir da noch was rein, dass das schön hebt. Schleifchen. Das sieht echt süß aus. Das gefällt mir auch gut. So. Dann habt ihr hier noch eine kleine Variante. Und das klebe ich jetzt hier noch schön drüber über diesen weihnachtlichen Gruß in Englisch. Dann haben wir auch hier einen deutschen Spruch drauf. Und eine richtig süße, schöne Karte. Und zum Vergleich, geprägt oder gestempelt im Hintergrund, dann könnt ihr aussuchen, was euch besser gefällt. Da fehlen noch ein paar Glitzis und da habe ich hier diese wunderschönen Glitzersteine, schimmernde Schmucksteine, facettiert und bunt mit dieser Bestellnummer. Und die müssen unbedingt da drauf, weil die sind nämlich so schön. Die habe ich so ein bisschen auf die Tannenbäumchen gesetzt. Wie so kleine Spitzen und da oben noch einen hin. Fand ich ganz, ganz zauberhaft süß. Fertig sind meine zweite Kartenidee. Und dann machen wir jetzt gleich weiter mit der dritten. Und die ist ein kleines bisschen schwieriger, weil da gibt es was Wichtiges zu beachten. Und zwar passt sich hier vorne nicht alles so leicht an wie bei den anderen. Aber das zeige ich euch auf jeden Fall. Die grüne Karte hat diese Maße und die klebe ich euch wieder hier hin. Wir gucken sie noch mal kurz an. Also das ist so eine Klappkarte vorne mit zwei Einschüben. Und auch ganz hübsch gestaltet, wie ich finde, mit den kleinen Rentieren. Da hat sich einfach diese Karte mir angeboten, weil ich dachte, diese zwei müssen doch zusammenkommen und müssen sich da begegnen. Und deswegen ist die Karte so entstanden. So, also hier habe ich eine Grundkarte wieder mit 29 cm in der Länge und 10,5 in der Höhe. Und die falze ich mir jetzt einmal bei 7,2 cm an der langen Seite. Und dann drehe ich mir diese Falz auf die andere Seite und falze es mir nochmal bei 7,2 cm. Und dann falze ich mir diese beiden Laschen schön in die Mitte. Ihr könnt es auch bei 7,25 vielleicht falzen, dann trifft es sich in der Mitte noch ein bisschen besser. Das ist jetzt bei mir ein kleines bisschen eng vielleicht. Ich schreibe es mal hier hin, 2,5 cm, dann habt ihr es richtig stehen. Ich wusste es nicht mehr ganz genau. So, okay, dann habe ich diese süßen kleinen Rehlein. Machen wir es mal so. Vielleicht fangen wir gleich mal mit der Innenseite an, dann fliegt ja nicht mehr so viel rum. Ich habe hier jetzt ein grundweißes Papier. Das hat das Maß 14 x 10 cm. Das passt hier schön in die Mitte rein. Und diese Bäume hier, die habe ich mir jetzt schon mal mit der Hand einfach ausgeschnitten. Die seht ihr auch gleich. Die sind hier unten bei diesem Very Merry drauf. Und ich finde, die runden das Ganze so ein bisschen ab und ihr habt auch gleich die nächste Karte mitverarbeitet. Also da stecken diese beiden Karten drinnen. Und dann bleibt hier auch normalerweise der Rest, den ich euch vorher gezeigt habe, den ich jetzt für die andere Karte benutzt habe. Ich schneide hier nochmal einen Streifen ab in dem Maß 2,5 ungefähr. Dann sind nämlich meine Bäume noch komplett drauf. Die kann ich für die nächste Karte verwenden. Und ich habe nochmal zwei Streifen. Und die haben 6,7 cm. Mal 2,5 und das sind meine Streifen für innen, für die beiden Karten, die da reinkommen. Und die klebe ich mir jetzt so zum Beispiel hin, einmal noch versetzt. Und auch hier mache ich es so, dass ich wieder so Einschubkarten mache. Das heißt, ich mache den Kleber nur einmal seitlich unten und in der anderen Seite, damit dann meine kleinen Einschubkarten, wo sind sie denn jetzt, da ganz gut reinpassen. Manchmal müsst ihr die noch ein bisschen kürzen, aber in diesem Maß hat es jetzt bei mir ganz gut gepasst. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr einfach den Kleber auch wirklich so möglichst weit an den Rand macht. Also, wenn ihr mit Abreißklebeband arbeitet, kann es sein, dass ihr eure Karten noch ein bisschen kleiner schneiden müsstet. Je nachdem, wie dick das eben ist.
Aber so hat man ganz schnell eine schöne Innenseite und die Möglichkeit, eben zwei Gutscheine unterzubringen. Auch hier habe ich die Karten ein bisschen beklebt und zwar mit zwei Geschenklein. Einmal hier und dann vielleicht noch so ein rotes, flaches. Und dann habe ich noch so eine kleine Zuckerstange da gefunden. Das fand ich auch total süß. Die da noch hingemacht. Dann sind nämlich die Karten auch gleich innen schön verziert. Und man hat noch nicht mal die Arbeit, dass man da hinten den Kleber drauf machen muss. Und so, wie gesagt, auch die Möglichkeit, schnell schöne Karten zu gestalten. Und jetzt kommen wir zur Vorderseite. Okay, und da ist es jetzt wichtig, dass wir es uns so zuschneiden, dass sie gerade so auf die Karten passen. Und wir müssen den kleinen Trick machen. Also ich kürze mir zuerst mal dieses Rentier, das jetzt keine Zuckerstange im Mund hat, ein. Wir brauchen hier die Maße 10,2 in der Höhe mal 6,9 cm. Jetzt muss ich mal gucken, ob das genau ging. Ich glaube, das ging nämlich ganz haarscharf an der Nase vorbei. Genau. Also ihr habt 10,2 in der Höhe und 6,9 in der Breite. So passt es gerade so da drauf und die eine Seite ist passend. Aber die andere Seite wird es nicht werden. Das heißt, ich kürze mir die andere Seite auch so knapp, wie es geht, vor der Zuckerstange ein. Jetzt habe ich sie ein bisschen erwischt, aber es geht noch. Und muss dann auch wieder ein Maß von 6,9 cm bekommen, dass es passt. Und da mache ich jetzt einen kleinen Trick. Also ich schneide mir jetzt 6,9 cm einfach ab. Und dann habe ich ja noch diesen Streifen und es würde jetzt komisch ausschauen, wenn wir den Streifen auf der einen Seite der Karte hätten und auf der anderen nicht. Seht ihr das? Weil hier ist die Umrandung wunderschön und da würde sie irgendwie fehlen. Deswegen habe ich mir hier diesen Streifen behalten und kürze mir den jetzt noch so ein, dass es genau das Grüne noch drauf bleibt. Also bei meinem ersten Versuch war es besser, aber das ist natürlich immer der Vorführeffekt. Aber ich zeige euch auch noch ein paar kleine Kniffe. Und diesen Bereich, den ich mir jetzt dann noch ausgeschnitten habe, diesen Rahmen, den klebe ich mir jetzt einfach nochmal da oben drauf. Mit einem dünnen Klebestrich. Damit mir die Umrandung hier nicht so verloren geht. Das wäre irgendwie schade dann. Und dann können wir schon mal diesen Teil hier drauf kleben. Das passt wunderbar. Ich habe da auch noch einen kleinen Rahmen. Und ich wollte bei dieser Karte noch eine Kleinigkeit verbessern, nämlich wollte einen Magnetverschluss machen, dass die nicht immer so von alleine ein bisschen aufsteht. Also wenn die hier so liegt, wird die schon gehalten von dem Papier da, aber sie bleibt nicht richtig zu. Und muss mir nur vorher, bevor ich das mache, die Dekoration noch fertig herrichten. Und da wollte ich euch auf einmal zeigen, wie ich das mit den Stanzen gemacht habe. Da gibt es nämlich auch ein paar kleine Sachen zu beachten. Und da habe ich jetzt einmal einen Streifen in Weiß. Die Frage ist, wo ich den habe. Ist das der hier? Der sieht mir so klein aus, aber das stimmt schon. Ja, der passt. Ich habe hier einen Streifen in Weiß. Der hat das Maß 9,4 x 1,7. Und einen Streifen, der ergibt sich aus der Stanzform. Wenn ihr die aber nicht habt, bräuchtet ihr einen Streifen von 6,2 x 1,3 ungefähr. Alles grobe Maße, ihr könnt es natürlich auch umwandeln. Und ich werde mir das jetzt ausstanzen, dieses Weihnachten. Und da gibt es was zu beachten. Ihr habt mir hinten schon mal diese Klebefolie aufgeklebt. Das ist natürlich perfekt, wenn man solche ganzen Sprüche stanzt, dass die dann super kleben und man dann nicht mit Flüssigkleber großartig rumbasteln muss. Ich könnte mir das auch gleich aufstempeln und dann zusammen ausstanzen. Ich habe nämlich hier noch einen Spruch auf das kleinere Etikett und das mache ich in Gartengrün. Was hat diese Bestellnummer? Und zwar viel Vorfreude auf Weihnachten. Dann können wir uns nämlich auch gleich das Etikett ausstanzen. Und das Etikett ist genauso wie das Weihnachtsset bei diesen Stanzformen dabei, die ich euch vorher gezeigt habe. Und hier kommt der Trick. Wenn ihr euch das jetzt ausgestanzt habt, versucht, dass die Stanzform in eurem Spruch bleibt. Normalerweise bleibt auch das I-Pünktchen. Das darf man nämlich nicht verlieren. Und das geht es mir eigentlich. Jetzt ist es tatsächlich als Vorführeffekt hier mit rausgegangen.
Ihr könnt es auch so machen, wenn ihr euch da unsicher seid, dass ihr das mit einer kleinen Nadel einfach in eurer Stanzform drinnen lasst. Wobei das jetzt für mich nicht geklappt hat. Vorher hat es nämlich super funktioniert bei dem Chili-farbenen. Aber so wichtig ist einfach, dass ihr auf den I-Punkt aufpasst. Ob der jetzt da drin ist oder nicht, ist nicht ganz so wichtig. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist zum Beispiel bei dem E schon mal die kleinen Teile rausmachen, bei dem A und nochmal bei dem E die kleinen Punkte raus. Die könnt ihr zur Not, wenn ihr den I-Punkt verloren hättet, auch so aufbewahren, als I-Punkt verwenden. Dann habe ich so gemacht, nehme ich mir die Klebefolie, das ist dieses Weiße hier hinten drauf, die nehme ich mir einmal ab. Und wichtig ist eben, dass ich hier, oder wichtig, aber als Tipp oder als Vereinfachung ist gut, wenn die Stanzform so bleibt, die Schrift in der Stanzform bleibt. Jetzt merkt ihr schon, jetzt ist der Vorführeffekt, jetzt funktioniert es nicht mehr richtig. Aber so ist es halt. Und dann könnt ihr euch das nämlich hier, wenn es drinnen bleibt, viel einfacher aufbringen auf diese kleine Karte. Wenn es aber nicht drinnen bleibt, so wie jetzt bei mir, dann macht es auch nichts, dann kann man das auch so draufkleben im Nachhinein. Und dann eben nur beachten, dass uns der I-Punkt nicht verloren geht, den brauchen wir. Und wenn der eben in der Stanzform bleibt, ist es ein bisschen einfacher, die rauszunehmen. Aber wie gesagt, manchmal klappt es und manchmal eben nicht. Und da kommt da unser Fingerspitzengefühl wieder durch, das haben wir doch. Und können hier noch einen schönen I-Punkt hinzaubern. Ich glaube, jetzt haben wir alle Dekoteile und können die Karte zusammenbauen. Und dazu mache ich es jetzt so. Ich klebe mir jetzt schon mal diese Seite, also nicht ganz vor, aber schon gutes zwei Drittel mache ich mit Kleber voll und klebe mir das jetzt schon mal hier an, so dass man den Kopf von dem Rehlein wirklich noch schön sehen kann. Und das Weihnachten, das mache ich wieder mit Abstandskleberchen. Und auch hier mache ich nicht alles voller Kleber, sondern auch nur so. Mal gucken, ob das jetzt nicht schon zu viel war. Das war schon zu viel. Also da reichen zwei Klebepads ganz gut. Die klebe ich mir hier auf. Und mache den diesen Bereich so. Und habe mir gedacht, ich möchte meine kleinen Magnete, die mir hier überall hinhüpfen, unter mein Schild reinmachen. Das heißt, ich lasse meine zwei Magnete zusammen, klebe mir die beide zusammen auf einen Klebepunkt und klebe mir das dann hier unten hin. Und dann mache ich mir nochmal den Klebepunkt auf die Rückseite meiner beiden Magnete. So ist immer mein Punkt, mein Trick, wie ich mir den Klebepunkt perfekt positioniere. Jetzt klappe ich mir die Karte einmal zu und drücke mir den Klebepunkt hier richtig fest mit dem Magneten. Und wenn ich das abziehe, habe ich hier einen Magneten und hier einen Magneten und kann den dann einfach nochmal kurz vielleicht mit einem Stückchen Tesa fixieren. Das mache ich irgendwie immer noch ganz gerne drüber. Und dann eben einfach die Karte, die da noch drauf kommt, drüber kleben. So sieht man den nicht mehr und hat diesen schönen versteckten Verschluss, den ich so sehr liebe. Ich mag auch dieses Geräusch, der das macht. Von so einer Karte total gern. So hat ja jeder seinen Spleen, oder? Also probieren wir es mal. Hält, bleibt zu. Finde ich, ist einfach noch ein bisschen eine Steigerung und total schön. Und jetzt kommt noch der ganze Spaßfaktor. Wir machen noch ein bisschen Deko. Und ja, hier unten zum Beispiel habe ich schon mal so kleine Fädchen, die ich benutzen möchte. Ich glaube, ich nehme jetzt sogar mal die grünen. Und mit denen werde ich jetzt einfach zwei verschiedene Längen an Fädchen schneiden. Und auch so ein kleines bisschen diesen Rahmen, der hier ja nicht ganz perfekt ist, weil wir ja das dazu gestückelt haben, noch ein kleines bisschen kaschieren. Das heißt, ich klebe mir das sehr nah dahin und das kleine Fähnchen daneben. Dann fügt sich das super gut ein. Hier unten habe ich auch noch so ein Fähnchen genommen, das war eben vielleicht so ein Aufkleber, also da mache ich es jetzt auch nicht genau gleich wie bei der anderen Karte, aber so, dass ich hier unten einfach den Rand ein bisschen kaschiert habe. Und auch hier habe ich noch ein paar Sternchen benutzt, die so rumfliegen. Ich glaube, die mache ich jetzt mal hier oben hin, weil ich gar nicht mehr so viele habe. Die meisten habe ich tatsächlich schon aufgebraucht. Genau, da kann man aber dann jetzt auch noch so eine Zuckerstange oder sowas hinmachen. Also einfach noch ein bisschen was drauf machen, dass die Karte noch ein bisschen voller wird. Und dann eben noch
die restliche Deko mit diesen süßen kleinen Kreisen. Die fühlen sich übrigens total witzig an. Ich finde, die sind richtig so schön weich, wie so Moosgummi, glaube ich, ist das sogar. Da kommen auch noch ein paar auf die Karte. Hoppla, jetzt habe ich es verloren. Wo ist es? Hier. Ich weiß nicht, ich finde diese Farbkarte ist einfach total witzig. So. Einfach auch eine total schöne Karte und irgendwie auch ganz anders. Also mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Hier nochmal kurz nach geöffnet. Auch hier könnte man noch ein paar so kleine Steinchen reinmachen oder so. Und halt mit diesem schönen Verschluss finde ich total genial. Dann steht es hier nicht mehr so auf. Müsst ihr nicht machen, aber als kleine Verfeinerung habe ich mir gedacht, können wir das so noch machen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch gefallen die Karten. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und macht sie nach. Vielleicht wollt ihr euch auch dieses schöne Set kaufen und könnt euch da dann richtig austoben. Also es bietet noch viel, viel mehr Kartenideen. Das ist jetzt nur ein kleiner, schneller Teil sozusagen, was mir auf die Schnelle eingefallen ist. Aber ihr werdet da bestimmt noch viele weitere Karten damit zaubern können. Ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Und ich blende euch jetzt noch Videos ein, wo ihr weiterschauen könnt. Bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.